Herzlich willkommen. Ich darf begrüßen die Rebecca Marte. Und wie wir gerade im Video gesehen haben, ist diese Dame mehr als locker und zum Teil halsbrecherisch auf dem Fahrrad unterwegs. Aber das hat sie auch gelernt und gibt ihr Wissen gerne weiter. Liebe Rebecca, Rebel Rides, was steckt hinter deinem Projekt und deiner Selbstständigkeit? Hinter Rebel Rides steckt ganz schön viel. Und zwar, ja, ich bin an einem Punkt angekommen in meinem Leben, wo mich das Schaffen nur so gefreut hat. Wo ich mich echt, ja, gefragt habe, so was da nicht, wo ich will, ich, mit was könnte ich Geld verdienen, wo mir auch gleichzeitig noch Spaß macht. Und dann bin ich draufgekommen, ich kann Fahrradfahrer. Und mit Fahrradfahrer könnte ich vielleicht ein bisschen Geld verdienen. Und dann ist so Rebel Rides irgendwie entstanden. Und Rebel Rides ist eigentlich ein Platzhalter gewesen, in der Homepage zu unserer Schrift ausprobieren, weil ich auch eine Schrift habe. Und dann haben wir die ausprobiert und dann war der Platzhalter zumal der Name. Aber Ribbel zählt zu den Leibspeisen von der Rebecca in dem Fall. Natürlich, hier im Unterfall Brösel Ja. sagen. Aber Rebel habe ich gern und Rebecca-Abkürzung, ich weiß nicht wieso, ist in Vorarlberg ab und zu Ribbel. Eines deiner Steckenpferde ist ja das Fahrradfahren und vor allem auch das Weitergeben des Downhill-Sports. Und ich glaube, jetzt gibt es ja auch bald Kindercamps, beziehungsweise gibt es schon und jetzt noch einmal mehr im Bikepark Brandnertal, wo auch die Saison gestartet hat. Vielleicht erzählst du uns mal über dein Kindercamp-Projekt. Camps sind es nicht so speziell, also es ist Gravity Groms Bikepark Brandnertal. Fangen wir mal so an. Ein Projekt, was hier komplett neu im Brandnertal entsteht. Mir heißt ich und noch ein paar Guide-Kollegen von mir. Wir bieten wöchentliche Bike-Trainings für unsere Local Kids. Local Kids aus Vorarlberg und süddeutschem Raum zählen da eigentlich so zu der Hauptklienten. Genau, wir bieten wöchentliche Trainings für die an, in vier verschiedenen Levels, mit Mini, Midi, Freerider und Racer. Und unser Ziel ist echt halt, Kind versuchen, zum dort abholen, wo sie abgeholt werden möchten, und sie einmal irgendwann oder halt weiter begleiten dürfen, wo sie halt da mal am Schluss dann stehen wollen. Und ja, ist ganz, ganz lässig. Wir haben irre viele Kids am Start. Ich glaube, mittlerweile sind wir über 30. Und echt genial, was dort da gerade so passiert. Wie alt sind die Kids? Ab wen kann man da anfangen? Altersbeschränkung gibt es keine, weil ich sage, jedes Kind ist anders von der Motorik, vom Verständnis. Und darum geht es mir in erster Linie darum, sie man halt sicher Fahrrad fahren können und bremsen. Und der Jüngste hat letztes Jahr mit 4,5 angefangen. Okay. Jetzt gibt es auch Kritiker. Downhill-Sport ist natürlich auch ein gefährlicherer Sport. Ist durchaus auch mit Stürzen verbunden. Wie entgegenstehen, wie gehst du mit dem um? Natürlich ist es gefährlich, aber es ist Skifahren, es ist über die Straße laufen, es ist alles andere auch gefährlich. Wir, eben auch bei der Gravity Groms, wir fahren nicht nur im Bikepark, sondern wir tun den Kindern Sachen beibringen wie Unfallverhütung oder Erste-Hilfe-Kurs. Was gehört dazu? Wie muss ich mich verhalten, wenn jemand anderer vor mir stürzt? Letztes Jahr haben wir den Fall gehabt, wir haben einfach mal den Hubschrauber gebraucht. Unsere Kinder haben genau gewusst, was zu machen ist. Und es ist echt toll, wie sie dort da das Ganze aufschnappen und mitschaffen, weil sie es echt interessiert. Und natürlich ohne Ausrüstung geht bei uns nichts. Also da diskutiere ich mit Namen umeinander. Kluge Köpfe schützen sich, es ist unser Leitsatz. Und wer bei uns im Training oder auf dem Parkplatz ohne Helm umfährt, macht 10 Liegestütze, ob Trainer oder Kind. Gut. Vielleicht auch ein Thema. Downhill-Sport hat immer den, ja, den Ruf, halsbrecherisch zu sein, gerade auch bei Männern beliebt. Jetzt gibt es aber immer mehr junge Damen wie die in dem Sport. Wir warten das für dich. Wie bist du zu dem Sport gekommen und wie entwickeln sich die Damen in diesem Sport? Also es ist echt lustig, wo ich angefangen habe. Oh mein Gott, es ist jetzt 13, 14 Jahre her. Ich bin eines von den allerersten Mädels gewesen. Parks hat es bei uns eigentlich gar nicht in der Nähe gegeben. In der Schweiz, der an der Salzburg drinnen. Ich habe mir um mein erstes Fahrrad um 500 € gekauft.
eine brutale Gurken. Aber haben wir gedacht, ich bin noch nie gefahren, jetzt probieren wir das aus und wenn es mir taucht, schauen wir einfach. Und dann haben wir bei uns da in den Wäldern mal die ersten Trails angefangen zum Fahren und dann ist eh dann langsam das Ganze gekommen mit Faust Fisladis, Bikepark Brandnertal und ja, mittlerweile haben wir Gott sei Dank rundum einiges. Und auch die Mädels sind enorm geworden, also viel mehr. Also es ist so cool, wie die Community gewachsen ist, wie Mortler, andere Mortler wieder unterstützen und ja, ich habe hier 88 angemeldete Frauen für meine Girls Camps, Women Camps und es ist schon eine gehörige Zahl. Mhm. Angesprochen, Bikepark Brandnertal, da hat sich in den letzten Jahren auch viel getan. Ich glaube, diese Woche oder seit einer Woche, knapp eine Woche ist jetzt offen. Wieso sollte man unbedingt zu dir und zum Rebel Ride kommen und das Ganze im Bikepark Brandnertal sich anschauen? Ja, allein ich schon auf Schengler stehen und das Bergpanorama rundum genießen. Ich glaube, es ist schon ein Grund genug, denn mega coole Strecken, was gewaltig ist, wie sie der ganze Park die letzte Zeit oder die letzten Jahre ausgebaut haben. Ja, jetzt hätten wir endlich was im Land und dann sollten wir so unterstützen. Mhm. Ja, denn tun wir das ebenfalls gerne. Wo kann man sich denn bei dir melden, wenn man vielleicht auch ein kindisches Interesse hat, zum da anfangen bei dir? Melde bei mir persönlich. Am besten immer auf die Homepage schauen, da stehen auch immer die neuesten Angebote drin, www.rebel-rides.at. Auf Social Media und Google, ich bin überall zu finden. Sehr gut. Dann sage ich mal vielen lieben Dank, Rebecca. Wünsche viel Vergnügen weiterhin und ich hoffe, wir sehen Sie bald einmal auf der Strecke. Schön, freut mich.